Philipp Knechtel, erzählen Sie mal, das war heute ein Comeback nach langer, langer Verletzungspause. Beschreiben Sie einfach mal Ihre Gefühle heute beim Spiel. Auf jeden Fall schöne Gefühle, ne? Nach so langer Zeit mal wieder auf dem Platz zu stehen. Nach einer wirklich langen Leidenszeit und immer mehreren Rückschlägen wiederzukommen, ist echt schön und ist wie für mich Weihnachten und Ostern zusammen. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut. Und ja, jetzt geht's weiter, war der Anfang und schauen wir weiter. Ja. Beschreiben Sie doch mal so ein bisschen, das war glaube ich eine lange, lange Leidenszeit. Wie fühlt man sich da? Zwei Kreuzbandrisse, ich glaube schlimmer geht's eigentlich nicht für einen Fußballer. Ja, das stimmt, aber man muss trotzdem immer positiv bleiben, immer das Ziel vor Augen haben und ja, das ist ja auch ein Lebenstraum, was ich hier mache. Ich verdiene mit Fußball mehr Geld und das ist dann ein Stück einfacher, auch positiv zu bleiben. Und ja, Rückschläge gehören dazu. Ich bin dadurch gestärkt vorgegangen und ja, jetzt geht's weiter und immer weiter trainieren und dann ja, hoffentlich auf mehr Einsatz hoffen. Was kann man sich dann noch vornehmen für den Rest der Saison? Ich meine, das ist eine lange. Was kann man sich dann noch vornehmen für den Rest der Saison? Es ist eine lange Verletzungspause, da braucht man, um zurückzukommen, aber es stehen auch noch wichtige Spiele im Mai an. Also wie können Sie der Mannschaft in der Zeit noch helfen? Erstmal gesund bleiben, das ist das Wichtigste nach so einer langen Verletzungspause. Und ja, so viele Trainingsminuten bekommen, die man kriegen kann und dann vielleicht ab und zu noch ein paar Einsätze. Und ja, ich schaue, ich lasse mich überraschen, aber mehr kann ich nicht beeinflussen. Das ganze Leiden ging ja los, glaube ich, im Pokalspiel in Lübben. Haben Sie da noch so Erinnerungen an das Spiel? Ja, war halt 85 Minuten, war halt ein unglücklicher Zweikampf. War ja mein Foul sogar noch, aber ja, ich habe da kein Gräuel dagegen. Ist abgehakt und geht weiter.